Guten Morgen. Ich grüße euch zu einem neuen Food Haul, beziehungsweise nicht Food Haul, sondern ich erzähle euch einfach nur, was wir so essen heute. Die letzten Tage habe ich das ja nicht gemacht, da war alles sehr, sehr stressig. Ich habe mich aber gestern gewogen und ob ihr es glaubt oder nicht, 97,6. Ja, meine Eltern haben dieselbe Waage wie ich. Ich habe wirklich die letzten Tage, auch auf Reisetage, oft vergessen zu essen. Die Kinder schubsen sich hier hin und her. Und heute möchte ich euch mal wieder ein Stück weit mitnehmen, weil viele geschrieben haben, schade Bernd, warum machst du das nicht mehr? Und heute, ich werde das jetzt nicht alles zeigen können, weil wir heute zum Beispiel mit meinen Eltern frühstücken. Aber das erzähle ich euch dann alles. Ansonsten, was ist heute zum Mittagessen geplant? Reis mit Linsen gibt es heute. Das habe ich mir gewünscht, komischerweise. Mit Krautsalat und ich werde mir vielleicht ein bisschen Gyros, unser Soja-Gyros dazu machen. Aber mal schauen. So, ja, die letzten Tage haben wir eigentlich eher so sporadisches Essen gemacht. Viele haben auch Reste gegessen. Es war aber immer lecker. Wir hatten China-Nudeln. Gestern hatten wir leckeren Spargel. Den haben wir dann abends auch noch gefuttert. Ja, gleich, mein Schatz. Wir gehen gleich hoch. Und, wir sind eigentlich immer super satt geworden. Es war, wir haben Salat gegessen, also nichts Weltbewegendes, aber es war zum Beispiel auch gestern oder vor 3 Tagen, ich nehme nicht gleich hoch, mein Schatz. Oder vor 3 Tagen war das so, da habe ich morgens ein Müsli gegessen, war da auch lange satt und dann habe ich erst um 2:30 wieder gegessen, weil wir einfach den ganzen Tag unterwegs waren und gerödelt sind. Und deswegen denke ich mal, habe ich da auch einiges jetzt wieder abgenommen. Ich werde mich die Tage nochmal wiegen und euch dann auch berichten. Nur, wie gesagt, wenn wir Eltern sind, mit denen zusammen essen, ich denke mal, kann man verstehen, dass ich ja nicht mehr die Kamera schwingen möchte. Aber deswegen erzähle ich euch das heute. Heute werde ich auf jeden Fall, werde ich ja mit der Livia hochgehen zu Oma, werde mir einen Tee trinken. Ein Käffchen habe ich jetzt schon wieder, wie jeden Morgen schwarz. Ihr kennt das ja, ohne Süßstoff. Da bin ich bei geblieben. Er schmeckt zwar wieder ein bisschen anders, der aufgebrühte. Aber es geht auf jeden Fall klar. Es macht wach, es küsst einen wach. Rasieren müsste ich mich aus, sehe ich gerade. Ja, mache ich heute mal. Ja, ich gehe jetzt da hoch mit der Maus zu Oma Opa. Da trinken wir erstmal einen Erdbeertee zusammen, leckeren. Und dann fahren wir gleich zum Aldi, holen uns da Frühstück. Brötchen holen wir uns. Wir werden heute mal ein ganz klassisches, wie man das so kennt, Frühstück machen. Mit deutsches Frühstück mit Rührei für meine Eltern. Spiegelei, die machen sich das. Dann gibt es da Wurst und Käse für meine Eltern. Für uns gibt es dann unseren veganen Schrott, dann die Mama hat sich, glaube ich, Lachs mitgenommen, die wollte sie heute essen. Also da zeigt die Mama in ihrem, was sie isst. Genau, auf ihrem neuen YouTube-Kanal, die Michaela Fit. Könnt ihr mal gucken und ein Abo da lassen, wenn ihr Bock habt. Da könnt ihr euch alles, da geht es, glaube ich, nur rund um die Ernährung. Ja, und ich werde dann gleich meine, ich habe mir so eine Rügenwalder Leberwurst geholt, zeige ich euch mal. Und auch meine vegane Fleischwurst. Vom Aldi, oder vegetarisch ist die. Ich zeige euch die mal kurz. Ich muss es halten, weil das ist super lecker, dieser Ersatzschrott. Die jetzt esse ich zum Beispiel. Die gibt es im Aldi. Gibt es die im Aldi? Wo habe ich die geholt? Im Kaufland habe ich die geholt. Im Aldi gibt's was die kostet nicht. Die denn jetzt hier? 1,99. Also da hat sie nicht viel getan. Das sind 125 Gramm. Das ist immer noch 125 Gramm. Naja, aber die reicht voll lange. Früher habe ich die Leberwurst wirklich fingerdick, genauso dick wie die Brotscheibe gemacht. Heute machen wir da so einen leichten Film. Und die ist halt so geschmacksintensiv, dass das vollkommen ausreichen wird. Dann werde ich bestimmt 3 Brötchen heute essen. Und wir haben auch schon gesagt, Michaela und ich, wir sind gespannt, wie lange wir davon satt sein werden. Wir gehen davon aus, dass wir da 2 Stunden wieder Hunger haben. Mit dem Müsli hat es echt nicht gut angehalten. Und ja, so sieht's aus. Wir werden berichten auf jeden Fall. Als erstes, wie gesagt, gibt es noch einen Kaffee gleich bei meinen Eltern oben. Dann werde ich 3 Brötchen wahrscheinlich essen, aber eher dunkle Brötchen. Die habe ich früher schon gerne gegessen aus dem Aldi. Diese Fit-Brötchen, ne? Ja, stimmt. Mit den Leinsamen, die waren echt immer lecker. Nicht, weil ich da denke, dass ich dadurch fit werde, einfach weil die so heißen, weil die irgend so ein Mensch so genannt hat. Ja. Wie Verdauungsmüsli. Genau, wie wir Verdauungsmüsli sagen und von der Verdauung kriegen. Wir sagen lecker zu unserem Essen. Ja, das ist immer Auslegungssache. Aber jedenfalls, dann wisst ihr aber, welche Brötchen ich esse. Das sind diese, ja, irgendwas mit fit, wie heißen die genau? Fitnessbrötchen, genau, da brauche ich keinen Sport machen. Ich esse immer 3 Brötchen und ja, wir werden meinen Tag starten. Die Maus sitzt schon auf heißen Kohlen, die möchte eine Oma, Opa.
Ich würde mit dir gehen und dann erzähle ich euch auch nachher, was wir zum Mittag und zum Abendbrot und dazwischen durch essen. Werde ich euch heute nichts vorenthalten, wieder mal. Danke fürs Mitkommen. So, ihr Lieben, ein anstrengender Tag neigt sich dem Ende zu und ich möchte euch nichts vorenthalten. Heute Mittag habe ich hiervon eine Portion gegessen, Reis mit Linsen, dazu eine große Portion Krautsalat. Und jetzt werde ich mir nur ein paar Brote noch machen. Ich stelle es wieder hin und zeige euch das. Und zwar habe ich hier, da wir jetzt nicht gebacken haben, so ein Roggenvollkornbrot mir geholt. Da werde ich jetzt 4 Scheiben von essen, unter anderem mit meiner selbstgemachten veganen Leberwurst. Ich zeige euch die auch mal. Ziehen wir mal noch so einen leckeren Aufstrich, Paprika-Aufstrich, den werde ich mir eins mitmachen, jeweils eins. Dann haben wir noch vom Frühstück Pommersche, da mache ich mir eins mit. Und dann noch haben wir noch ungarische Wurst. Ich habe euch gerade mal eingeblendet, wie das Frühstück aussah, was ich gegessen habe. Ich habe nur 2 Brötchen gegessen, das hat mir gereicht, da war ich schon satt. Dazu mache ich mir natürlich, jetzt irgendwas am Kanal hinten, keine Ahnung. Das ist so die Alsan, die vegane Streichbutter. Die schmeckt mir am besten von den ganzen veganen Schremmelbuttasse. Und mit Aldi habe ich mir auch heute noch zum Frühstück grüne Pfefferoni gegönnt. Die sind mit Frischkäse gefüllt, die sind vegetarisch. Und esse ich ganz gern. Und ja, wie das mir dazu schmecken. Heute war ich nicht wiegen bei meinen Eltern. Das werde ich aber die Tage noch mal machen. Da werde ich das mal einwerfen. Spätestens, wenn ich in Ungarn bin, habe ich wieder vor, das jeden Tag zu machen, um mich da wirklich auch selbst zu kontrollieren. Und da führe ich auch wieder ein bisschen akribischer Tagebuch. Ich habe gerade auch übrigens ein Bier getrunken, wo ich die leere Flasche hingetan. Die habe ich draußen stehen gelassen im Vorzelt. Ein Krombacher Radler habe ich getrunken, einfach hatte ich da Bock drauf zum Feierabend. Jetzt habe ich ordentlich einen im Schuh schon, weil ich jetzt so lange kein Bier mehr getrunken habe mit Alkohol. Das letzte Mal Fußball habe ich ja nur alkoholfreies Bier getrunken. Und ja, ich würde jetzt einfach mal die Brote schmieren und zeige euch schon gleich, wie die aussehen. So, das sind jetzt die ersten beiden Brote, die ich mir gemacht habe. Ich zeige euch das mal. Das eine ist mit ein bisschen Alsan. Marmelade, vegane Fleischwurst und das andere ist mit meiner Leberwurst. Die beiden lassen mir jetzt auf jeden Fall erstmal schmecken. So, ihr Lieben, ich musste das kurzfristig beenden, aber ich hätte euch ja schon alles erzählt, was ich gefuttert habe. Ja, ansonsten war heute wieder nicht viel. Ich muss mich immer noch rasieren. Ich mach's nur. ja, im Großen und Ganzen alles sehr stressig. Gefühlt weniger Zeit zum Essen hier. Aber ich denke, es wird dem Gewicht nicht schaden. Ja, beim letzten Mal war es 97 und ich denke mal, das wird beim nächsten Mal noch weniger werden. Ich merke das an meinen Hosen. Aber alles halb so wild. So, möchte mich bedanken fürs Mitkommen wieder mal. Es hat Spaß gemacht, obwohl ich ein paar Tage Pause hatte. Irgendwas hat doch gefehlt immer. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ich euch beim nächsten Mal wieder begrüßen darf oder heute Abend im Blog. Ihr Lieben, bis später mal. Tschüss!